So, in diesem Video werde ich dir zeigen, wie du faulenzen kannst und trotzdem einen funktionierenden Online-Shop bekommen kannst. Denn es gibt eine Möglichkeit, mit der du online Geld verdienen kannst und jemand anders die Arbeit machen lassen kannst. Und diese Möglichkeit nennt sich Outsourcing. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen eigenen Online-Shop bauen möchtest, musst du das nicht selber machen, sondern du kannst jemanden aus einem fremden Land, zum Beispiel irgendwo in Asien, ein bisschen Geld geben, dafür, dass er dir deinen Online-Shop aufbaut, Produkte recherchiert und sogar Werbeanzeigen gestaltet. Und in diesem Video werde ich dir zeigen, wie ich jetzt hier auf Fiverr gehe. Das ist eine der größten Outsourcing-Plattformen aktuell, die es gibt, auch eine der beliebtesten. Und dort ist das Angebot so groß, dass sich die Leute ständig im Preis unterbieten. Und wir suchen uns jetzt einfach mal eine Person aus, die uns jetzt einen Online-Shop bauen wird. Dann werden wir ganz genau schauen, welchen Store er uns gebaut hat, welche Produkte er heraus recherchiert hat und wie zufrieden ich mit dem Ganzen bin. Und ich werde dir auch in dieser Videobeschreibung hier den Link zu seinem Fiverr reinladen, sodass du, wenn du das auch möchtest, diesen auch buchen kannst. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann zerstör den Like-Button, denn dann zeigt dir der YouTube-Algorithmus noch viel, viel mehr Videos an, mit denen du dein eigenes Dropshipping-Business profitabel aufbauen kannst. Ach ja, bevor ich es vergesse, falls du noch keine funktionierende Dropshipping-Strategie hast, verlinke ich dir hier in der Infokarte mein Video, bei dem ich dir eine Hochpreis-Dropshipping-Strategie erkläre, mit der du in der Lage bist, 200 Euro pro Verkauf zu machen. Also, wenn du das sehen möchtest, kannst du hier oben rechts in der Infokarte draufklicken und das nach diesem Video dir anschauen. Also springen wir ganz kurz auf meinen Bildschirm und ich zeige dir ganz genau, wie man denn auf Fiverr outsourced und wie ich jetzt hier einen Store auf Fiverr gekauft habe. So, als allererstes gehst du auf fiverr.com oder klickst den Link in der Videobeschreibung, der führt dich direkt dorthin. Und wir schauen einfach als allererstes mal, was gibt es denn so überhaupt, um jetzt hier ein eigenes Dropshipping-Business hier zu kaufen. Und dann gibst du einfach mal einen Shopify-Store. Das habe ich jetzt hier gemacht. Und lass doch einfach mal schauen, was es jetzt hier so für Auswahl gibt, wie viel das Ganze kostet im Schnitt. Und wenn du schon mal bereits einen Shopify-Store gekauft hast bei Fiverr, schreib mir in die Kommentare, wie du das fandest und was so deine Erfahrungen damit waren. Also ich sehe hier jetzt ganz grundsätzlich verschiedenste Preise, jetzt hier zum Beispiel 84 Euro, 35 Euro, 700 Euro und ist sogar einer der Top-Verkäufer hier mit 340 Bestellungen, hier mit Bewertung sogar. Hier einer mit 1000 Bestellungen für 88. Also wirklich ganz wild verteilt jetzt hier zwischen 30 und 700 irgendwas. Und wenn du möchtest, dass ich auch mal so ein Video mache, wo ich mal einen richtig teuren auch kaufe, für jetzt zum Beispiel 700 Euro oder auch für 1000, ich habe ja auch einen gesehen für 1700 sogar, dann schreib mir das auch in die Kommentare, wenn du darauf Lust hast. Ich habe mich jetzt hier für diesen hier entschieden, ne? Also der will mir einen sechsstelligen Online-Shop machen, also einen, der mehr als 100.000 Dollar im Jahr umsetzt. Und das ist auch ein gutes Ziel. Dann hole ich das mal, das drin ist enthalten. Shopify Store, Winning Products, Logo, Product Description, Facebook Ads Strategy. Und ich habe das auch schon gebucht gehabt und das für einen Preis von 133 Euro. Da war das noch ein bisschen günstiger. Wie gesagt, hier Shopify Dropshipping Store, 4 Winning Products, Logo, Product Description. Da war das mit den Facebook Ads noch nicht drin anscheinend. Gut, habe ich gebucht, habe das auch kürzeste Zeit später wiederbekommen. Ich glaube, das hat nicht mal eine Woche gedauert, dann war der fertig. Und das habe ich bekommen. Also mega interessant, was jetzt hier draus geworden ist. Ich habe einmal einen Store in der Fitnessnische bekommen und er hat einfach gesagt, dass das eine gute Nische ist, weil Schmerzen irgendwie behoben werden und so weiter. Und er hat jetzt mir dieses Produkt hier rausgesucht, eine Power-Knie-Stütze, hat hier auch schon gleich Beschreibung eingefügt, wie er es gesagt hat, hier noch weitere drei Produkte hinzugefügt. Einmal hier so eine weitere Kniestütze, Kniebandage und nochmal eine Kniestütze. Und er hat mir noch ein paar Testimonials hier eingefügt. Also das ist jetzt so die Startseite, die ich bekommen habe. Gehen wir doch mal hier in den Store und gucken einfach mal, was für Produkte ich da reinbekommen habe. Zwei Stück, einmal Oberlo und einmal Zapier. Eins zum Automatisieren, eins zum AliExpress-Produkte reinladen. Gut, schauen wir uns das mal an, wie Produktseiten aufgebaut worden sind. Also wir haben hier einmal so eine allgemeine Einleitung hier von dem ganzen Text hier. Dann einmal ein Benefit, nochmal ein Benefit, nochmal ein Benefit und nochmal ein Benefit. Also eine ganz, ganz basic Produktbeschreibung. Dann hat er hier unten noch, das könnte Ihnen auch gefallen, reingehauen. Also die Related Products reingehauen. Das Witzige war, der Typ konnte auch tatsächlich Deutsch. Das war, glaube ich, einer aus Österreich. Und er hat mich gefragt, ob ich das in Deutsch oder in Englisch haben möchte. Und ich wollte einfach mal für euch jetzt hier, für alle, die jetzt auch in Deutschland verkaufen wollen, einfach mal hier einen Store auf Deutsch bauen lassen und mal gucken, was so passiert. Also die Texte, die hat er zum Beispiel alle selber geschrieben. Da habe ich nichts provided. Ich habe denen einfach nur Geld gegeben und habe gesagt, hey, mach mal. Die Bilder hier, die sind nicht gut. Die haben alle verschiedene Größen und ja, nicht so eine gute Qualität. Also die sind auch einfach Standard importiert worden von AliExpress und Oberlo halt. Pricing hat er hier reingehauen. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt hier
an Margen reingeknallt hat oder sowas, ne? Wie das recherchiert hat und wie viel ich jetzt hier an diesem Produkt jetzt überhaupt verdiene. Das hat er mir alles nicht gesagt. Müsste ich aber nochmal nachgucken im Detail dann halt im Store, im Backend. Gehen wir mal aufs nächste Produkt hier. Diese Kniestütze, 15 Euro, absolut kein Fan davon. Das ist viel zu günstig. Vielleicht als Add-on, um ein bisschen den durchschnittlichen Kundenwert zu erhöhen, kann man das vielleicht machen. Aber ich würde dieses Produkt jetzt nicht auf Facebook zum Beispiel bewerben. So, hier mit der Produktbeschreibung, hier bin ich jetzt nicht zufrieden. Die ist viel zu kurz. Da ist auch nicht wirklich Produkt in Anwendung drin. Hier ist einfach nur, wie der das hier anhat, aber nicht, wie ihr damit jetzt irgendwie Sport macht oder sonst was. Hier also sehr minimalistisch gehalten. Hier eben wieder dasselbe. Ich finde gut, dass er jetzt hier hingeschrieben hat, für wen das entwickelt worden ist. Das ist gut. Aber auch hier nur eine ganz kurze Beschreibung. Hier ist nicht mal ein Strichpreis. Ich finde auch, da fehlt sowas, um ein bisschen Verknappung reinzumachen. Dringlichkeit ist auch nicht drin. Hier ebenfalls auch nur eine ganz kurze Beschreibung mit 5 Benefits. That's it. Da ist da nichts weiteres drin. Ne? Also wieder auch kein Video, keine Bilder in Anwendung, keine GIFs oder sowas. Alles nicht da. Dann, wo ich jetzt wirklich enttäuscht war zum Beispiel, das waren jetzt hier das hier. Also ich finde, AGB, Impressum, Datenschutzerklärung kann man für einen Hunderter schon erwarten, weil das kann man ganz einfach im Internet mit kostenlosen Generatoren sich einfach zusammensuchen und dann einfach Copy und Paste reinhauen. Das ist da schon ganz, ganz simpel. Es gibt auch natürlich bezahlte Plattformen, wo das immer aktuell gehalten wird, aber das finde ich jetzt mit den AGBs und so finde ich jetzt nicht gut. Aber es hat er auch natürlich nicht versprochen gehabt in seiner Produktbeschreibung, wo ich das jetzt hier kaufen konnte. Aber so alles in allem für den Anfänger, der jetzt einfach nur kurz diesen Store gebaut haben möchte und einfach mal nur so schnell das Grundgerüst haben möchte, hier zum Beispiel auch schon eine Startseite drin haben möchte und so, finde ich das eigentlich gar nicht schlecht. Also das kann man echt benutzen und dann halt einfach als Startpunkt nehmen und einfach selber noch ein bisschen mehr reinhauen. Zum Beispiel auf Fiverr einen weiteren Gig buchen, wo du jetzt zum Beispiel Copywriting dir holst, also dass dir jemand hier eine anständige Produktbeschreibung hier reinknallt. Ne? Also auch Bilder reinhaut, vielleicht auch ein Ad-Video reinhaut. Aber so für den Anfang finde ich das schon mal ziemlich, ziemlich nice. Und wenn du das zum Beispiel jetzt auch mal bei ihm ausprobieren möchtest, der spricht Deutsch. Ich verlinke dir den Gig mal unter dem Video, wenn du das machen möchtest. Und dann kannst du deinen eigenen Fiverr Store hier mal aufbauen lassen, schauen, was deine Erfahrungen sind und auch mir natürlich Bescheid sagen, wie das Ganze läuft. Bei Fiverr ist das Gute, man hat halt wirklich kein Risiko, weil wenn das zum Beispiel jetzt nicht gut ist, also du gibst jetzt hier zum Beispiel bei dem hier Geld aus und er liefert zum Beispiel nicht ab, dann kannst du ganz einfach Fiverr schreiben und die erstatten dir dann ganz einfach dein Geld zurück. Oder er macht so lange weiter, bis eben der Store angemessen ist. Also hier Revisions nennt sich das. Guck mal, hier hat er jetzt nämlich Unlimited Revisions angeboten. Er hat aber auch noch günstigere Packages, jetzt hier zum Beispiel für 66 Euro. Aber da ist nur die Facebook-Strategie jetzt gerade bei ihm dabei. Hier 120 Euro ist sein günstigstes gerade. Da ist da ein Produkt drin. Und es sollte auch eigentlich jetzt erstmal reichen mit einem einzigen Produkt, weil ich meine, das kannst du ja einfach auswechseln. Schauen wir uns noch kurz so seine Beschreibung an oder so. Er hat insgesamt jetzt hier 287 Reviews, also der macht das schon einige Zeit. Das ist ein Level 1 Seller auch, 5 Tage Lieferzeit, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel heute anfängst, dann kannst du schon vor dem nächsten Wochenende einfach hier ja, schon einen eigenen Store haben und kannst dich eher auf Product Research fokussieren, während er hier den Store das erste Mal aufbaut. Ich habe ihm einfach Teamzugang bei Shopify gegeben und dann konnte er einfach da reingehen und das alles aufbauen, konnte seinen Account löschen und fertig. Also so einfach ist das, wenn man zum Beispiel Leute anstellt, den Store aufzubauen. So, und wenn du noch eine brauchbare Shopify Dropshipping-Strategie brauchst, dann kannst du hier rechts neben dem Video klicken und dir meine High-Ticket-Dropshipping-Strategie für deinen Online-Shop anschauen. Die kannst du umsetzen, um hochpreisige Produkte online zu verkaufen, das heißt Produkte für 200 Euro und mehr. Und wenn du diese kleine Box hier unter dem Video klickst, dann kannst du mein neuestes, aktuellstes Video dir reinziehen. Und egal für was du dich jetzt entscheidest, klick auf jeden Fall den Like-Button, damit dir der YouTube-Algorithmus mehr von diesen Videos zeigt, die dir dabei helfen, dein eigenes Dropshipping-Business aufzubauen. Bis dann, ciao.